In diesem Video gibt es 5 Tipps, wie man mit Find in Linux effektiver suchen kann. Tipp Nummer 1. Wir unterscheiden nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung. Die Linux-Dateinamen unterscheiden sich in Groß- und Kleinschreibung. Hier ist ed-usefulvid einmal mit großem U, einmal mit kleinem U. Wenn ich jetzt find-name-usefulvid eingebe, dann findet er nur die eine Datei. Gebe ich das gleiche mit ename ein, findet er beide Dateien. Tipp Nummer 2. Weiß ich nicht, wie meine Datei in Gänze heißt, also ich weiß irgendwie, da kommt das Wort full zum Beispiel drin vor, dann kann ich sogenannte Wildcards benutzen. Nämlich einfach Sternchen. Das funktioniert hier so nicht, deshalb muss ich das in Hochkomma schreiben. Und so finde ich dann beide Dateien. Jetzt ist hier ein Ordner dazugekommen und da kommen wir auch zu Trick Nummer 3. Wir suchen jetzt einfach mal nur nach Ordnern. Wir erinnern uns, vorhin haben wir gesucht nach find-ename-full. Wenn ich das jetzt auch noch richtig in Gänsefüßchen setze, finde ich jetzt alle 3 Dateien. 2 davon sind Dateien, einer davon ist ein Ordner, natürlich der auch Folder entsprechend heißt. Wenn ich jetzt noch eingebe minus type d, dann selektiert er nur nach Ordnern. Tipp Nummer 4. Jetzt sehen wir nochmal, was wir hier für Dateien haben. Wir haben zweimal eine Datei, die usefulvid heißt. Die eine hat Inhalt, die andere hat keinen Inhalt. Jetzt kann ich genau danach suchen, also nach Dateien, die 0 Byte haben, also die quasi leer sind. Das geht einfach, indem ich sage find minus empty. Und jetzt zeigt er mir hier alles an, was leer ist, unter anderem zum Beispiel der Ordner. Für Tipp Nummer 5 habe ich mir den Befehl schon mal vorbereitet. Hier kann ich Dateien suchen mit einer Datumsangabe. Ich kann also so suchen, welche Datei wann zuletzt geändert wurde. Ich führe das jetzt einfach mal aus und da sieht man, dass zum Beispiel Notepad++ wurde heute installiert. Entsprechend sind die Dateien auch aktueller. Das Gleiche kann ich aber auch mal mit einem älteren Datum machen und finde ich zum Beispiel nichts. Wer jetzt nicht mitgekommen ist bei den Tipps, der kann einfach in die Manpage gehen und hier kann ich zum Beispiel sehen, wie dieser newer-Befehl korrekt ausgeführt wird.